Das Trinkwasser war natürlich für die Versorgung der Menschen von enormer Bedeutung. Und das Problem in Augsburg war, dass das Wasser in der Unterstadt ankam und es ja in die Oberstadt gepumpt werden musste. Und daher brauchte man diese sehr aufwendigen Wasseranlagen, die also das Trinkwasser in die Oberstadt gepumpt haben. Die Technik war für damalige Verhältnisse revolutionär, eigentlich relativ einfach. Man hat mit dem Brauchwasser ein Wasserrad angetrieben und dieses Wasserrad hat die Kolbenpumpen in Aktion gesetzt, das heißt diese Kolbenpumpen zur Arbeitsleistung gebracht. Die Kolbenpumpen haben dann das Trinkwasser im Wasserturm nach oben gepumpt in ein Becken und aus diesem Wasserbecken ist dann das Wasser mit dem entsprechenden Druck sofort wieder runtergefallen und dadurch konnte man dieses Trinkwasser dann in die Oberstadt hochpumpen.